Yo, meine Lieben, das ist schon mal, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, im Titel steht Primo Plus auf Busy verloren und dann doch wieder bekommen. Das und weiteres erfahrt ihr nach dem Intro. Okay, Leute, ich habe gar kein Intro, aber das hat sich gerade sehr gut gegeben. Und zwar, Leute, um diese ganze Story zu beschreiben, starten wir in einer hellen Sommernacht in Philadelphia. Ein kleiner Junge namens Remus59 dachte sich nur, ein TNT, ein MLG. Und er will den Premium Plus ran. Wie man das natürlich macht, wenn man sich für irgendwas bewerben will, bin ich dann ins Forum gegangen und habe erstmal über alle möglichen Umwege da und auf der Website geguckt und bei dem Supporter. Wie kann man sich denn nur für diesen besonderen Rang bewerben? So, nachdem mir die verschiedensten Leute gesagt haben, dass ein bestimmter Admin für die YouTube-Leitung für Busy zuständig war und nachdem ich natürlich alles Mögliche voll gespammt hatte, habe ich ihn dann gefunden. Whitex. Ja, das ist auch ein Admin auf Busy. Ich weiß, den sieht man nicht so oft, aber der existiert. Ja, da haben Sie recht. Falls ihr fragt, in welchem Zeitraum sich die ganze Stuff abgespielt hat, das ist alles ungefähr einen Monat her. Also zumindest hat sich das bis hierhin hingezogen. Also ein Monat und plus minus extra. Ich habe ihn dann geschrieben, ich war extrem in meinem Element. Habe ihm meine beste Bewerbung für diesen Rang geschrieben. Habe ihm gesagt, warum ich dafür bestimmt werde und warum ich es liebe. Und was dann gekommen ist, ja, kann man sich mehr oder weniger vorstellen. Ich habe eine Absage bekommen. Es hat in dem Moment sonderlich ein bisschen wehgetan. Also ein bisschen sehr wehgetan. Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich habe gekämpft, gekämpft und so hat sich die Zeit hingezogen und es ging weiter. Ich war so mit Bin Julian danach so im TS drin und dachte mir nur so, ja, jetzt habe ich den Rang nicht. Ich wurde abgelehnt und lol, Leute. USA, USA. Okay. Und dann Bin Julian so, Alter. Geh in den Test und mach da ein bisschen Stress. Dann kriegst du einen Rang, bestimmt. Nachdem ich diese wundervollen Worte von Bin Julian Senpai dann bekommen hatte, habe ich mich dann auf den Weg auf den Busy-Test gemacht. Dort habe ich erstmal eine ganze Zeit lang im Support rumgegammelt und habe mir überlegt, was ich zu sagen hatte. Doch dann nach geraumer Zeit wurde ich empfangen von Micho, der eigentlich zufälligerweise mal YouTuber war und dann Supporter geworden ist. Bei dem habe ich mir dann die alte Leier wieder gesagt, ja, ich mache YouTube, ich gebe mir Mühe vor dem PC und schneide vor lang und sag, und ich will den Rang unbedingt haben. Ey, warum ist denn mein Ping so scheiße? Der kuriose Supporter Micho ist dann auch verschwunden und sagte, ja, ich leite das weiter, chill mal ein bisschen. Ich dachte mir nur so, okay. Ich saß in dem Channel, Bastelmusik, ich wusste nicht, was geschah. Alles war ruhig und dann auf einmal ploppt irgendwas in den Ding und da steht dran, du hast den Premium-Rang erhalten. Und ich habe mich in diesem Moment gefühlt wie der größte Superheld auf Erden und ich war einfach wundervoll. So ging es auch dann für eine Zeit lang, da hatte ich den Rang und ich habe mich wundervoll gefühlt, ehrlich gesagt. Muss ich euch doch mal erzählen. Doch dann geschah das hier. Ich glaube, ihr könnt euch alle an dieses Video vor geraumer Zeit erinnern. Nachdem ich es hochgeladen hatte, habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Und ihr könnt euch das Video aber nochmal anschauen. Hier, Ey! Kurz darauf saß ich auf meinen prächtig gebauten Oberschenkeln und dachte mir nur so, bin ich ein King? Und dann auf einmal wollte ich in eine volle Runde reingehen und der Rang war weg. Und Leute, als ich dann ins Forum geschaut habe, habe ich das hier gefunden. Und ja, wohl oder übel musste ich sagen, danach wurde mir mein Rang entzogen. Ich habe es als erstes natürlich versucht anzufechten. Doch mir wurde eine Barriere von 5 Monaten aufgelegt, dass ich mich in der Zeit nicht bewerben konnte. Und das war eine traurige Zeit. Und wir sind wieder am Anfang angekommen. Ich saß wieder in meinem Zimmer, traurig und wusste nicht, was ich tun sollte. Und doch dann geschah ein Wunder. Der alte Typ, der die YouTube-Leitung im Prinzip hatte, ist aus irgendwelchen unerwirklichen Gründen gegangen. Und ein neuer kam und ich habe ihm dann alles geschildert, was hier geschehen ist und warum er da reingezogen wurde. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe erstmal geschlafen, dachte mir nur so, geile Sache. Und dann lief mein Leben gut. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht, habe dann geguckt, was dann so läuft. Und dann, I'm back. Und auf einmal war mein Rang wieder zurück, Leute. Und ich habe mich gefühlt wie der größte Mauerwagger an Erden, Leute. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich wieder meinen Rang auf dem wundervollen Busy .tv-Server zurück, spielt da alle drauf. Das soll es auch von dem Video gewesen sein, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es könnte sein, dass es ein bisschen lang geworden ist, ja? Tut mir leid, wenn es lang geworden ist. Und dann würde ich auch mal sagen, hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut und ciao!